Mein Name ist Marc und ich darf euch heute hier auf dem Kanal von Helm Express das Sina 10C Pro vorstellen. Ist nicht ganz einfach auszusprechen, ist aber eine coole Kombination und zwar aus Bluetooth-Freisprecheinrichtung und Action-Cam. Das heißt also, ihr seht es oftmals, dass jemand eine Kamera vorne am Helm hat oder an der Seite und auf der anderen Seite nochmal die Bluetooth-Freisprecheinrichtung. Das ist hiermit, ja, eine Geschichte von gestern, denn wir haben hier eine Kombination aus beidem. Offiziell heißt es ein Bluetooth-Freisprechgerät mit Action-Kamera. Also, Sina bleibt sich treu und sagt, unser Hauptgeschäft ist einfach die Bluetooth-Freisprecheinrichtung, aber wir verkaufen euch hiermit das Komplettpaket, nämlich inklusive einer Kamera. Und zwar kann die Kamera bis zu 1440p bei 60 FPS auflösen, also schon echt ganz gescheit. Zudem können wir Fotos machen mit 3,7 Megapixeln. Wir haben hier einen Radius, der aufgenommen wird von 135 Grad übrigens beim Motorradfahren, also ähnlich wie die, ja, großen namhaften Action-Cam-Hersteller haben hier einen sehr, sehr breiten Winkel, was natürlich schön ist, um möglichst viel von Straße und Landschaft aufnehmen zu können. Natürlich können wir uns damit auch mit unseren Freunden unterhalten, nämlich mit bis zu 3 Stück und das über eine Zeit von 17 Stunden. Also definitiv mehr als eine Tagestour lang. Und natürlich kann man es auch abends innerhalb von ca. 3,5 Stunden wieder komplett aufladen. Wir schauen einmal zusammen rein. Hier steht schon, HD Action Kamera mit Wi-Fi für Motorradhelme. Oh, sehr edel, sehr schön gemacht. Oh, es geht wieder zu. Oh, die ist wirklich sehr schön. Ganz in schwarz, also sehr undercover, fällt gar nicht groß auf. Wir wollen uns natürlich aber auch das Zubehör anschauen. So, hier haben wir Mikrofone, Klebepads etc. Denn es wird natürlich hier an der Seite angebracht. Hier ist alles drin. Ich sehe hier die Kopfhörer, die man natürlich dann zwischen Außenschale und Innenfutter des Helms verlegen kann. Und weil ich das System selber verwende, beziehungsweise ich verwende das Sina S20, also das andere Bluetooth-Freisprechgerät ohne Kamera, und kann sagen, man sieht keine Kabel, das kann man alles komplett verstecken und ist dementsprechend eine sehr schöne Lösung und man hat nicht irgendwelche Kabel rumhängen oder so, das wäre gar nichts für mich. Also wirklich eine coole Sache. Garantie und Beschreibung in wahrscheinlich 125 Sprachen. Stecker für 12 Volt, also für den Autoanzünder oder wenn ihr einen Stecker am Motorrad habt, optimal. Und ein ganz normales Ladekabel, was ihr dann mit dem Stecker von eurem Handy nutzen könnt oder direkt ans Laptop anstecken könnt. Mit Zubehör geizt Sina auf jeden Fall nicht. Sehr schön gelöst. Man kann hier auch den Winkel der Kamera positionieren. Das heißt, wenn die Kamera so ein bisschen so sitzt, dann könnt ihr hier die Linse drehen und dann ist es wieder gerade. Also man hat sich schon wirklich Gedanken gemacht, als man diese Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Kamera, so heißt es ja, entwickelt hat. Zudem kann man natürlich hier mit Musik hören, Radio hören und als Freisprecheinrichtung für sein Telefon benutzen. Also wirklich ein absolutes, ja, Allround-Gerät. Must-have in meinen Augen. Also man kann damit nichts falsch machen. Wenn ihr euch dafür entscheidet, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß damit. Und natürlich auch, wenn ihr euch mit euren Freunden unterhaltet oder mit euren Freunden zusammen Videos jetzt aufnehmt. Und dann wünsche ich euch, ja, eine gute und unfallfreie Motorradsaison. Bis dahin. Ciao.